das jetzt stattfindet, im Newcomer Voltigier Cup. Männer, es tut uns schrecklich leid. Ich weiß, wir müssen heute Abend vielleicht noch ein bisschen bluten an der Theke, aber wir haben natürlich Top-Voltigierer dabei. Die Brüsewitz Brothers kommen noch mal zu uns. Kommt rein! Also, was denn, Maxi? Das ist ein bisschen groß irgendwie, ne? Ich hab da komplett so ein Pony rein oder sowas, ne? Nee, nee, das ist schon ein richtiges Finale hier. Ist der Schimmel gewachsen von gerade bis jetzt? So, und wir haben natürlich für euch auch vorbereitet, es gehört sich ja, im Jackett ist ja immer ein bisschen schwer, also ihr dürft euch auch umziehen. Wollen Sie die mal so im richtigen Voltigierdress sehen? Los, komm, zieht euch um. Möchte jemand mit in die Kabine? Nee. So. Ah, aha. Ah, ich glaube, hier geht's rein. Okay. Ah, oh. Guck mal, der Prosecco steht auch schon kalt. So. Ist da alles schon drin? Zwei sind drin. Gut. Und Kai, wie geht's dir so? Auch hervorragend. Ja, danke. Und? Ja, so, was habt ihr uns mitgebracht? Erstmal Voltigierschuhe natürlich. Voltigierschuhe, die gibt's ja noch. Also ihr müsst uns mal erzählen, ihr habt uns ja gerade eine richtig geile Show geliefert. Wie lange habt ihr dafür geübt? Ja, das sind mehrere Monate Vorbereitung, einfach das ganze Showprogramm ausarbeiten, sich mit dem Pferd vertraut machen, das ja, braucht ein bisschen länger. Also wir haben heute wahrscheinlich ein bisschen Zeitverzögerung. Ist das Deutsche Rote Kreuz verfügbar? Ja, Beatmungsgeräte, Trage, Pflaster. Erzähl mal was für eurem Pferd. Das hat gerade ein bisschen im Licht geguckt bei der Lightshow, aber ist eigentlich richtig cooler Schimmel. Ja, wir haben gestern Abend extra nochmal Training gemacht in der Halle, da auch nochmal komplett das Licht ausgemacht. Da hat echt alles gut geklappt, aber die Lichtverhältnisse wie hier haben wir bei uns zu Hause natürlich nicht. Die sind hier natürlich ein bisschen cooler. Und ja, die Bewegung war dann am Anfang ein bisschen viel auf der Erde. Ihr habt euch ein bisschen was ausgedacht. Also ihr wusstet ja schon vorher Bescheid, was jetzt gleich passiert. Was habt ihr mit den zwei armen Jungs vor? Ja, erstmal zeigt uns Yannick jetzt hier 1, 2, 3 Basic-Übungen, wie das dann ein Vize-Weltmeister macht, das ist der junge Herr nämlich. Und dann probieren die das mal nachzumachen, so gut es geht. Also normalerweise brauchen die Mädels ja lange zum Umziehen. Jungs, habt ihr den Frotti-Rock schon an? Doch, du gehst raus. Los jetzt! Na, aber Maxi hallo! Und Guido Klatte! Ja, man kann, stellt euch mal in der Reihe auf. Stellt euch mal einmal in der Reihe auf, ihr auch daneben. Richtige Voltigierer haben gerade Beine. Und da gibt's noch euch. Ich finde, das Glitzer steht euch auch wunderbar. Ja. Könnt ihr öfters tragen, Jungs. Also, Viktor, geht's los. Du musst uns jetzt erklären, was da passiert. Ja, normalerweise machen wir ja zum Aufwärmen erstmal 3.000 bis 4.000 Liegestütz. Wir können ja erstmal mit 4 anfangen. Kriegen wir Liegestütze hin? Ja, ehrlich jetzt. Yannick springt in der Zeit mal rauf. Bisschen anfeuern aus München. Okay, das war stabiler als ich dachte. Die steht ja echt noch fit im Schuh. Okay, jetzt springt Yannick mal locker flockig rauf hier. So wollen wir das sehen. Wenn man das mit der richtigen Technik tatsächlich macht, dann ist das nicht anstrengend, das in Handstand raufspringen. So ein Aufsprung. Ja, oh, finde ich auch. Aber das können wir gleich vielleicht auch ein bisschen abwandeln mit Schieben oder so. So, Yannick ist jetzt ein ziemlich weicher Turner. Der schlawinert da jetzt so ein bisschen rum. Das ist eine HS-Übung, das heißt Höchstschwierigkeit. Die wird auf dem Wettkampf natürlich ziemlich gut bewertet. Sag's ruhig, was hast du gerade gesagt? Das ist ja kein Problem, sieht ganz einfach aus, ne? Diese Ästhetik. Okay. Aber wir fangen erstmal an mit den Jungs, erstmal mit dem Grundsitz, oder? Zeigst du uns einmal den Grundsitz? Genau, das sollte klappen, oder? Alle einmal durch. Also, dann geht's mal los. Wer zuerst? Wie? Du? Wollen wir das nicht erstmal im Halten probieren?
Ich glaube, Maxi fängt an. Brrt. Oje. So. Maxi, war schön mit dir. Guido, möchtest du ihm noch irgendwas mit auf den Weg geben? Fall bitte. Guck mal, das ist ein richtiges Prinzenpferd, dieser Schimmel. 2,80 Meter Stockmaß. Ja, nicht so ein Buckel machen, schon ein bisschen gerade und stolz. Der junge Herr kann uns das Ganze erstmal im Schritt zeigen. Immer die Arme zur Seite, Fingerspitzen lang, zusammen. Jawohl, ein bisschen mehr Aufrichtung, ne? Die Voltigierer sind ja stolze Turner. Aha, Arme ein bisschen höher, höher, höher. Okay. Die Füße. Versuch mal die Füße zu strecken, nicht zu flexen. Jawohl, okay. Der kennt den Unterschied gar nicht zwischen Strecken und Flexen. Ich denke auch. Ja, dann zeig uns das Ganze mal im Galopp. Das sollte ja klappen. Arme loslassen. Jawohl. Gut, Haltung, Arme hoch, Arme hoch. Arme hoch. Du musst keine Galopphilfen geben, ne? Das ist schon mal ordentlich. Sehr schön. Dann komm einmal runter, parier einmal das Pferd durch und dann zeigt Janik die nächste Übung. Parier mal das Pferd durch. Aber einmal durchparieren. Der Maxi will gar nicht mehr runter. So, und jetzt? Oh, das sah gut aus, oder? Ja, du musst dich schon ein bisschen mehr strecken, gell? Wenn du den Boden berührst. So. Zweite Übung, was zeigt er jetzt, der? So, jetzt kommt die sogenannte Fahne. Die ist wahrscheinlich ziemlich bekannt in der Reitwelt. Ja, kennen wahrscheinlich viele. Einfach einmal hinknien. Janik, zeig uns das Ganze mal. So, wichtig hierbei ist, die Stabilität zu halten und das Gleichgewicht gleichzeitig. Jawohl. Meistens fängt man an mit einem Bein und dann den Arm. Er hat das jetzt schon in S-Niveau gemacht. Und das ist die Mühle. Darum geht es um eine Beweglichkeitsübung. Möglichst versuchen, das Bein gestreckt, mit dem Knie durchgedrückt und Fuß bis an die Nasenspitze ziehen. Einmal jeden Sitz einmal zeigen. Warte, die können sich Hindernisse in Abfolge merken, aber nicht so viele Übungen. Mach mal erstmal eins. Wir üben mal erstmal mit der Fahne, Guido. Du hast dich dafür freiwillig gemeldet. Wir möchten gerne die Fahne sehen mit beiden Beinen und beiden Armen. Kai, Guido hatte ja eben die Chance, Maxi was mit auf den Weg zu geben. Möchtest du ihm noch was sagen? Ich hoffe, die Ambulanz ist nahe dran. Hoffen wir auch. So, Guido. Ach, mit Hilfe. Oh. Gut. So, keine Galopphilfe geben, ne? Schön lieb. Bisschen lockerer mitschwingen. Ah, er ist schon mutig. Jawohl, gut. Dann wieder anpassen und knie dich mal hin. Einmal auf hinten, auf die beiden Knie. Jawohl. Wollt ihr es im Galopp machen? Ja, normal. Füße. Und mal ein Bein nach hinten strecken. Nimm mal das rechte Bein nach hinten raus. Bein lang, Bein lang. Gut. Jawohl. Und jetzt. Ja, das war doch schon gar nicht schlecht, oder was meint ihr? Es gibt auch Pas de deux, gell? Könnt ihr was zusammen machen? Hier, ihr seid ja auch dicke Freunde, Maxi, Dom Guido, oder? Beste Freunde. Beste Freunde. Dann wollen wir euch jetzt mal zusammen auf dem Pferd sehen. Das wäre jetzt. Das wird euch ja mal vorgemacht. Und sie dürfen sich dann danach nämlich überlegen, wer ihn gewinnt, den Newcomer Volti Cup. Janik macht da mal vor, zusammen mit Tommy. Maxi und Guido. Ja. LK1 am Zaun nennt man das bei uns. So, jetzt gibt es nochmal Instruktionen von den Jungs. Wer vor. Oh, Maxi lockert sich. Das Pferd, das will schon nach außen weg. Oh! Gut, der geht nach vorne. Ja,
Das Gefühl, vorm Sattel zu sitzen. Da war ich neu für ihn. Nicht so verspannt. So, du erinnerst dich, wie du das eben auf dem Pad geübt hast. Wieder die Haltung wollen wir sehen. Aufrichtung. Ich hörte Sie können nein, die Hilferufe nein. gar nicht hören, liebe Gäste. Guido sagte gerade, nein, nein. Okay, ja, langsam. Abgang. Gut. Guido bleibt lieber drauf. Maxi, kannst du der Dame mal vom Pferd helfen? Und warte, jetzt der Abgang von Guido. Ah, er dreht nochmal. Komm in den Arm. Er will auf den Arm. Und jetzt Galopp. Hey! Ein super Applaus für Guido Klatte und Maxi Lill. So, Aufstellung nehmen, schön in der Mitte. So, ja, wir gehen einmal in die Mitte, denn jetzt prämieren wir ja den Newcomer Volti Cup Sieger 2019. Wer ist der Meinung, dass Guido Nummer 1 ist? Aber wir wollen das mal ein bisschen pushen. Der kommt übrigens aus München. Also, wer meint, Maxi Lill ist der Sieger? Das beste Pas-de-Deux des Abends, Guido Klatte und Maxi Lill, Dankeschön. Eine Ehrenrunde mit unseren Brüsewitz-Brüdern und unseren beiden Newcomern Maxi Lill und Guido Klatte. Und der Ausmarsch der Voltigiergruppe aus Weltmeistern, Europameistern, Springreitern und Topstars, die Brüsewitzes. Die sind, lieber Kai, die sind richtig locker für den Munich Indoors Gold Cup heute Abend. Und sie haben vor allem kein Jackett mehr und keine Reithosen mehr. Die bringen wir erstmal weg. So, was passiert jetzt? Jetzt